Transcendental Diary. Namo Vishnu Padmeshwar Sarvadeshwar Vedanta Swami Namaste Sarvadeshwar Vedanta Swami Namaste Sarvadeshwar Vedanta Swami. So, jetzt bei dem Text. Prabhupada suggested that Balavanta Prabhu, who formerly headed up our In God We Trust Party in America, could see him and explain the philosophy. It turns out that Balavanta already knows him. Jagadisha Prabhu said that when Balavanta was running for the post of Mayor of Atlanta, one of the candidates dropped out of the race and instead supported Balavanta. That man has now been appointed Lieutenant Governor under Carter. So Carter and his men are close, Jagadisha said. And although this man, Carter, knows about Balavanta and the movement, it was an interesting prospect and Prabhupada is endorsed it. Balavanta is a very intelligent boy. He can do that. Prabhupada asked me to bring some of the spring water from Bhubaneswar. As he sipped it, he inquired a little about what Carter's mother had been doing in India. Jagadisha said that she was part of the peace corps. Prabhupada had not heard of it. Radyumna explained that it was a kind of social development organization set up by American government. It was surprised to hear him say that Tai Jijas Prabhu was once a participant. Participant. Prabhupada revealed more. He was sent to India. In Telugu Nagara, he was helping with articulture. He would go to some village underdeveloped. He would teach them how to plant nicely, fertilize different things. He knows all about agriculture. I told Srila Prabhupada, why don't we send him to Hyderabad? Prabhupada already had it in mind. Yes, let him go. Let him go to Hyderabad. And he speaks the language too, I added. Prabhupada was happy with this idea and repeated his consent. Pradyumna elaborated a bit of the Peace Corps. It was Kennedy's idea, the Peace Corps. Kennedy started. They started it because many young men did not want to go in the army, but army was forcible. So they said, if you go in the Peace Corps, then you don't have to go in the War Corps. You don't have to go in the army. So many people take that. Oh, well, go in the Peace Corps. Well, go as an alternative.
Prabhupada also said it's a good idea, but Saurabh said that it had lost his opportunity and was mostly shut down in India due to suspicions that it was a front of the CIA. So, die Fragen dazu. Das haben wir in Deutschland auch. Entweder gehst du zur Armee oder gehst nicht zur Armee, lässt dich ausmustern. Oder was machen sie alle? Wie nennt man das hier? Zivildienst, genau. Oder irgend so ein freiwilliges Jahr, keine Ahnung. Also wir haben auch so Sachen. Aber ich habe mich ausmustern lassen. Ich war nicht qualifiziert. Wir haben damals einmal in mein Blut geguckt und haben gesagt, ich glaube, du gehst lieber wieder. Und dann war ich ganz happy. Hat mir gesagt, ja, dann nimmt doch jemand andere. Viel Spaß. So, ja. Ja, und Prabhupada hat den Devotis auch oft geholfen, auch den Devotis, die zur Armee hätten gemusst, hat er gesagt, komm, ihr Chat, schick dich nach da und dahin und dann werden sie dich nicht finden. Und schubs waren weg und wurden nicht einkassiert von der Armee. Weil Prabhupada das auch nicht gut fand, dass die Devotis zur Armee gehen. Ja. Aber es soll auch gut dran sein, ne? Und ja, dann machen wir weiter mit dem CC, wie jeden Sonntag. Den letzten Sonntag durfte ich schon sitzen, diesen Sonntag sitze ich auch wieder hier, sehr ekstatisch. Jai Jai Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Alle Ehre sei Shri Jaya Mahaprabhu und Shri Nityananda, alle Ehre sei Shri Advaita Prabhu und alle Ehre sei den geweihten Shri Chaitanyas, angeführt von Shri Vas. So, dann lesen wir weiter aus dem Adilila, Kapitel 17, Entschuldigung. Die Jugendspiele Shri Chaitanya Mahaprabhus. Lesen wir heute ab Vers 168 und ich habe mal geschaut, wir lesen bis 200 heute. Aber machen dazwischen ein bisschen Pause und erzählen ein bisschen was darüber. So, Vers steht dran, ne? Dann könnt ihr den auch wiederholen. Suni Sabdakta Heile, Sudi Sabda Heile Kali Nava Sugevani. Suni Sabda Heile Kali Nani Sugevani. Icharya Kali Jahi Prava Bhavamani. Icharya Kali Kaji Nava Bhavamani. Suni Sabda Heila Kaji Nahi Sulevani. Suni Sabda Heila Kaji Nahi Sulevani. Icharya Kali Kali Para Bhavamani. Icharya Kali Kaji Nahi Suni Sapta Haila Kali Nahis Purivani. Suni Sapta Haila Kali Nahis Purivani. Icharya Kali Kali Pada Bhavamani. Icharya Kali Kali Pada Bhavamani. Fabus. Suni Sapta Haila Kali Nahis Purivani. Suni Sapta Haila Kali Nahis Purivani. Icharya kai kaji para bhavamani. Icharya kai kaji para bhavamani. Suni sapta haile kaji nahi spurevani. Suni sapta haile kaji nahi spurevani. Icharya
kahe kaji para baba mani. Icharya kahe kaji para baba mani. Sunistapa kaila kaji nas purvani. Sunistapa kaila kaji nas purvani. Icharya kahe kaji kaha baba vani. Icharya kahe kaji para baba mani. Mare Jesus. Sunistapta haila kaji nais purevani. Sunistapta haila kaji nais purevani. Vicharya kahe kaji para bhavamani. Vicharya kahe kaji para bhavamani. So, dann Wort zu Wort Übersetzung. Suni. Suni. Durchhören. Durchhören. Stabda. Stabda. Gelähmt. 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 Heila. Heila. Wurde. Wurde. Kaji. Kaji. Der Kasi. Der Kasi. Nahi. Nahi. Nicht. Nicht. Spure. Spure. Aussprechen. Aussprechen. Vani. Vani. Worte. Vicharya, Vicharya, nach langer Überlegung, nach langer Überlegung. Kahe, Kahe, sagte, sagte. Kaji, Kaji, der Kasi, der Kasi. Bababa, Bababa. Niederlage, Niederlage. Mani, Mani. Eingestehend. Eingestehend. Übersetzung des Verses und die Erläuterung von Sukunda Charisma Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Nachdem der Kasi diese Feststellung Sri Chaitanya Mahaprabhus gehört hatte und sah, dass seine Argumente widerlegt waren, konnte er kein Wort mehr hervorbringen. Nach einiger Überlegung gestand der Kasi daher seine Niederlage ein und sprach wie folgt. Erläuterung: Bei unserer praktischen Predigerarbeit begegnen wir vielen Christen, die über Aussagen der Bibel sprechen. Wenn wir sie fragen, ob Gott begrenzt oder unbegrenzt sei, sagen christliche Priester, Gott sei unbegrenzt. Doch wenn wir weiter fragen, warum der unbegrenzte Gott nur einen einzigen Sohn haben solle und nicht unbegrenzt viele Söhne, können sie keine Antwort geben. In ähnlicher Weise haben sich vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, die Antworten des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes und des Korans auf viele Fragen gewandelt. Doch eine Shastra kann sich nicht nach dem Gutdünken einer Person verändern. Alle Shastras müssen von den vier Mängeln der menschlichen Natur frei sein. Die Aussagen der Shastras müssen für alle Zeiten gelten. Die vier Mängel. Unvollkommene Sinne. Genau, das ist eins, unvollkommene Sinne. Die Neigung, sich und andere zu betrügen. Genau. In Illusion zu verfallen. Illusion zu verfallen. Fehler machen. Und genau, und Fehler machen. Das sind die vier. Und deswegen sollen wir nicht denken, als bedingte Seelen hier in dieser materiellen Welt, göttliche Schriften oder Schriften zu verändern oder auszulegen. Da sind wir nicht qualifiziert für, weil wir die verunreinigen. So. Und das ist genau das, was wir ja sehen hier. Wir haben das Alte Testament, dann haben wir ein Neues Testament, dann haben wir gewisse Heilige, die irgendwas weggestrichen haben und die Religion angepasst haben für die damalige Zeit. Und diese sogenannten Heiligen, weil eigentlich könnte man sagen, ja, Heilige können das ja verändern. So, die sind ja heilig. So jemand Heiliges wie Srila Prabhupada. Aber waren sie wirklich heilig? Das ist die andere Sache. Jemand muss auf einem sehr hohen, reinen Gottesbewusstsein sein, um Veränderungen zu machen oder um Texte zu verändern, überhaupt Texte verfassen zu können. So. Und das ist halt der Unterschied zwischen Schriften, die verändert wurden oder teilweise überhaupt von normalen Menschen verfasst wurden, oder Schriften wie unsere Shastra hier, die von nicht-menschlichen Personen aufgeschrieben wurden. Von wem wurden sie aufgeschrieben? Die Veden zum Beispiel. Genau, wer ist er denn? Und wer ist er denn,
ist Gott selbst in einer bestimmten Inkarnation, ne? Als Schrift, dass er die Schriften, die vorher schon da waren, eigentlich die mündlich überliefert wurden, dass er die dann schriftlich aufschreibt und für alle Zeit oder speziell für die Zeit des Kali-Yugas uns Menschen gibt in Form der Bücher. Und deswegen ist das Sanskrit ist auch keine normale Sprache. Es ist eigentlich eine göttliche Sprache. Es ist die Sprache der Götter, der Devas, der Halbgötter. So, das ist eigentlich die Sprache der Seele. Und alle anderen Schriften, die dann später kamen, sind verfasst in menschlicher Sprache. Und was die Bibel verfasst? In Hebräisch oder was haben wir noch? Oder Aramäisch. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, ne, von verschiedenen. Aber eigentlich diese Sprachen sind auch alt, klar. Aber sie sind nicht der Ursprung von allen Sprachen. Der Ursprung von allen Sprachen ist nun mal das Sanskrit. Und so kann jeder einzelne Religion sagen, nee, unsere Schrift ist die älteste und unsere Schrift ist die älteste. Aber wenn man sich wirklich mal die Schriften anschaut, in denen diese einzelnen Schriften verfasst wurden, und speziell hier geht es ja um den Koran, ist nicht alt. Ist nicht alt. Da gibt es Sachen, die wesentlich älter sind und dementsprechend auch viel autorisierter sind. Und wir lesen mal weiter. Willst du was sagen? Ich finde was mit dem so. Moslems sagen, aber dann in dem Zusammenhang, also die stehen ja auch dazu, dass die nicht alt sind. Yeah. Und die sagen im Endeffekt, dass das ja das Update ist. Yeah, das genau. Ist das beste Update, die sagen auch der Bibel stimmt auch, aber das ist schon jetzt zu alt, das ist jetzt das neue Update der Koran. Dann ist ja die Frage, wer hat das geschrieben? Wer hat das Update geschrieben? Weil die das irgendwie, oder? Ja, die haben verschiedene, aber so, das ist, genau, das ist, ja. Aber man muss halt trotzdem gucken, weil. Ist das Original oder ist nicht Original? Wie wir wissen, das Sanskrit, das hat nie jemand übersetzt. Klar kann man auch sagen, das Sanskrit wurde auch verfasst von verschiedenen Persönlichkeiten und wurde dadurch auch verfälscht. Aber wie wir wissen, die Urtexte, es waren gar nicht viele Menschen fähig, überhaupt Sanskrit zu schreiben. Da musst du schon ein sehr hohes Bewusstsein haben, sehr reiner Gottgeweihte, überhaupt das zu schreiben zu können, das verstehen zu können. Lesen zu können, alles, dann musst du schon sehr heiliger sein. Sonst geht das nicht. Du kannst nicht sagen, ich schreibe jetzt mal Sanskrit. Das geht, ist unmöglich. So. Und deswegen waren diese Schriften hauptsächlich eigentlich nur, da gab es nur wenige Kopien überhaupt vom Original, von den Originalschriften, und die waren immer in den Tempeln. Und in den Tempeln wurden die eigentlich beschützt. Und die kamen gar nicht raus. Die wurden auch gar nicht groß veröffentlicht. Wenn, dann wurden die in den Tempeln mal, so, dann gab es Vorträge, haben diese Schriften genommen, hat daraus gelesen, haben darüber gesprochen. Aber es war jetzt nicht für den allgemeinen Menschen zugänglich, diese Schriften. Diese Schriften wurden immer geschützt durch die Devotis und durch die Tempel. Und dann eigentlich erst durch Lord Chaitanya Mahaprabhu wurde dann so die ersten, klar, davor gab es auch schon andere Schriften, aber dann nach und nach durch die Heiligen, die erschienen sind, durch gewisse Acharyas, kamen dann diese Schriften überhaupt erstmal zum normalen Menschen, dass er die in Schriftform gekriegt hat, in Bücherform. Und das war erst im Kali-Yuga. Vorher war das immer nur, die Heiligen hatten das Wissen, haben das den Schülern übergeben. Immer nur mündlich. Es gab aber keine Abschriften davon, keine Bücher. Und das wurde dann erst später sozusagen publiziert oder publiziert. So wie wir heute auch die Bücher aber weitergeben. Sie sagen, hier, ein Buch, das ist ja eigentlich Tradition, aber die ist eigentlich nur in diesem Zeitalter so der Standard. Der Standard war anders früher. Das von einem Spürteilmeister einmal gehört und hast du nie wieder vergessen. Stell dir das mal vor. Wie cool das eigentlich ist, ne? Da sieht man mal, was sie für Kapazität hatten von ihrem Gehirn her, von ihrem Erinnerungsvermögen. Und heutzutage, wir können uns nicht mal daran erinnern, was gestern war. Du kannst nicht im Detail sagen, was du gestern alles genau gemacht hast, obwohl du es erlebt hast. Klar, wir sagen, okay, ich erinnere mich dran, aber da sind immer Lücken zwischen. Du kannst es nie original 1:1 wiedergeben. Du kannst dir dann fängst an zu spekulieren, machst wieder Fehler und dann kommen dann die vier Mängel im Endeffekt, kommen dann gleich durch. So, wenn du dich versuchst zu erinnern, was war gestern, was war vor einer Woche und dann versuchst es irgendjemandem zu erzählen. Geschweige denn von spiritueller Philosophie, überleg mal, die ja so tief ist, so umfangreich und dann sollst du die wiedergeben. Vergiss es einfach. Das ist nicht möglich. Aber für die Heiligen war es möglich, weil wir es im Herz hatten. Und genauso wie auch im Bhakti, wir lernen das, was wir eigentlich im Herzen schon kennen, was die Seele eigentlich weiß, was eigentlich ihrer Natur entspricht.
Das wird erweckt durch diese alte Schrift, dieses Sanskrit. Erwecken wir eigentlich diese Philosophie, die für uns zwar dann im ersten Moment neu erscheint, merken wir aber, ey, das kommt vertraut vor, ich kenne das schon, das fühlt sich gut an, und dann kommt das, dann erinnern wir uns wieder an das, was wir eigentlich vergessen haben. Und dann merken wir, ey, das kannten wir schon mal. Und deswegen ist es dieser wissenschaftliche Folgen, dass wir uns eigentlich zurückerinnern von dem, wo wir eigentlich herkommen, was wir eigentlich vergessen haben in unserer Illusion. Und das ist das, was Prabhupada eigentlich mit uns macht, dadurch, dass er uns diese Bücher gibt. Ganz spezielles Erlebnis kann man da machen. Wenn ich sage so, wow, das war irgendwie neues Wissen, aber irgendwie ist das doch nicht neu. Ich kenne das. Und das macht alles Sinn. Und ich habe das schon mal praktiziert. So. Wolltest du noch was sagen? Es gibt auch eine Geschichte in der Bibel quasi, als man gesagt hat, alle Menschen hatten eine Sprache quasi, dieselbe Sprache, haben dieselbe Sprache gesprochen. Und dann haben sie halt versucht, einen Tempel zu bauen, der so weit hochgehen sollte bis zu Gott. Hat Gott das gesehen quasi. Dann hat er sie quasi jeder eine andere Sprache gegeben, sodass sie sich nicht richtig kommunizieren konnten. Dann konnten sie halt nicht weiter bauen. Weil sie halt also bei Gott quasi. Weil ist der Turm zu links zu Babel da? Oder genau. Was? Der war das, ne? Ja. Ja. Hat Gott halt gesehen, sie sind halt viel zu stark und sie sich alle verstehen. Hat er sie. Muss er sie ein bisschen. Genau. Ja. Ja, ist so. Und wenn man wirklich guckt und selbst die heutzutage, die bisschen Wissenschaftler, die wirklich ja, das verstehen, was sie da machen, die sagen auch, Sanskrit ist die älteste Sprache, ist die Muttersprache aller Sprachen. Und auch das Deutsche, und auch eine indogermanische Sprache, kommt aus diesem Bereich, so eigentlich, und vom Sanskrit. Und viele Sprachen haben Wurzeln vom Sanskrit enthalten. Russisch gibt es ganz viele Worte, die fast gleich sind. Oder im Deutschen im Endeffekt auch. Und das ist super interessant. Und ja, das ist eigentlich die Urreligion war die, wie sagt man, wie wurde die genannt? Sanatana Dharma. Ja, Sanatana Dharma ist klar, das nennen wir so, aber das kennt ja keiner. So, aber man sagt eigentlich, dass die Religionen, die jetzt hier beschrieben werden, zum Beispiel, jetzt reden wir ja gerade über den Koran, oder Prabhupada hat jetzt nicht viel über den Koran geredet, jetzt redet jetzt über das Christentum, das Christentum, Judentum und das Muslim, genau, das sind abrahaminische Religionen. Brahminisch, damals, ja, das ist eigentlich der Ursprung, das ist eigentlich die vedische Kultur. Die war vorhanden. Und abrahaminisch heißt. Abrahamisch, nicht abrahaminisch. Ja, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber so, das ist. Ist im Endeffekt, ist das nicht von dem, was es mal war. So. Und das jetzt, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber so, das ist jetzt meine Auslegung, dass wenn ich ein A davor mache, dann wird es verneint. Ja? So. Wie man es im Vedischen kennt. So. Und so dieses Beispiel mit dem ersten Mann und Frau ist ja auch Adam, also sozusagen der gegen das Dharma ist. Ja, genau. Ja, diese abrahaminischen Kult, diese abrahaminischen Religion hängt zusammen und die machen die Neuzeit aus. Aber was war davor? Und wenn man das mal ein bisschen hinterfragt, gibt es keine Antworten darauf. Was war davor? Und davor war die vedische Kultur. Und die vedische Kultur war weltweit vertreten. In Form von vedischer Kultur, die wir zum Beispiel die Veden, die Urveden, klar in Sanskrit, aber es gab auch Abwandlungen davon. Zum Beispiel im Russischen gab es auch die Veden. Wie hießen die? Hießen die auch Veden? Russische Veden. Dann gab es die slawischen Veden. Und das ist eigentlich, und da, wenn man die Geschichten sich da anguckt, in diesen Veden, gleichen die den Urveden. Und genauso dann später die großen Religionen, die wir jetzt haben, die Geschichten teilweise, auch im Christlichen, gleichen sich mit den Geschichten aus der vedischen Kultur. Zum Beispiel, was haben wir haben den apokalyptischen Reiter. Ne? Wer ist der apokalyptische Reiter? Kalki, ja. Oder die Geschichte mit der Arche Noah, ne? Mit dem Schiff. Wo haben wir das her? Das haben wir auch in den Veden. Mit Matsya, ne? Matsya Avatar, das Schiff, dann kommen die Heiligen alle rauf und die
Und die Schriften, ja, die Schriften im Christlichen sind halt auch alle Lebewesen kommen darauf, die Tiere und so. Ja. Aber im Endeffekt ist es gleiche Story. Weil die Neugeborenen werden getötet. Das gibt es auch. Ja, gibt es verschiedene Gleichnisse, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist eigentlich sehr interessant. So. Auch der Hirte, auch der Jesus wird als Hirte. Genau, der Hirte. Genau. Ja. Das ist super. Also man sieht sehr viele Gleichnisse. Aber lesen wir mal den nächsten Vers, der ist nämlich auch sehr interessant hier. 169. Tume ekale pandita se satyahaya adunika amarana shastra vicharahayanaya. Mein lieber Nimai Pandit, was du gesagt hast, ist alles wahr. Unsere Schriften sind erst kürzlich entstanden und sie sind gewiss nicht logisch und philosophisch. Erläuterung. Die Shastras der Yavanas oder Fleischesser sind keine ewigen Schriften. Sie sind erst kürzlich entstanden und manchmal widersprechen sie einander. Es gibt drei Schriften der Yavanas, das Alte Testament, das Neue Testament und der Koran. Ihre Entstehung ist geschichtlich zu verfolgen. Sie sind nicht ewig wie das vedische Wissen. Deshalb sind sie, obwohl sie ihre Beweisführung und Schlussfolgerung haben, nicht sehr folgerichtig und transzendental. Folglich erachten moderne Menschen, die auf dem Gebiet der Wissenschaft und Philosophie fortgeschritten sind, diese Schriften als unannehmbar. Manchmal kommen christliche Priester zu uns und fragen, warum geringschätzen unsere Nachfolger unsere Schriften und nehmen eure an. Doch wenn wir sie fragen, eure Bibel sagt, du sollst nicht töten, warum tötet ihr aber täglich so viele Tiere? Können sie nicht antworten. Manche von ihnen geben die unzulängliche Antwort, Tiere hätten keine Seele. Doch wir fragen sie dann, woher wissen sie das, dass Tiere keine Seele haben? Tiere und Kinder sind von gleichem Wesen. Bedeutet dies, dass die Kinder der menschlichen Gesellschaft ebenfalls keine Seele haben? Den vedischen Schriften zufolge befindet sich im Körper der Besitzer des Körpers die Seele. In der Bhagavad Gita 2,13 heißt es, Dehinus minyatade hei komanam javanam jara tatari hantara praptir diras tantrama moyati. So wie die verkörperte Seele in diesem Körper von Kindheit zu Jugend und zum Alter wandert, so geht sie auch beim Tode in einen anderen Körper ein. Die selbstverwirkliche Seele wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. Weil sich die Seele im Körper befindet, durchläuft der Körper so viele Wandlungen. Eine Seele befindet sich im Körper eines jeden Lebewesens. Ganz gleich, ob es ein Baum, Vogel oder Mensch ist, und die Seele wandert von einer Art des Körpers zum nächsten. Wenn die Schriften der Yavanas, das Alte Testament, das Neue Testament oder der Koran ihren wissbegierigen Nachfolgern keine zufriedenstellenden Antworten geben kann, verlieren naturgemäß diejenigen, die im wissenschaftlichen Wissen und in der Philosophie fortgeschritten sind, den Glauben an solchen Schriften. Der Kasi gestand dies ein, während er mit Sri Chaitanya Mahaprabhu sprach. Der Kasi war sehr intelligent, er war sich seiner Lage voll bewusst, wie aus dem folgenden Vers hervorgeht. Nächster Vers. Kalpita Amara Shastra Amis Havayani Jatiyanu Ruletahu Se Shastra Amani. Ich weiß, dass unsere Schriften voller Einbildung und falscher Vorstellung sind. Doch weil ich Mohammedaner bin, erkenne ich sie um meiner Gemeinde willen an, trotz ihrer unzureichenden Rückhalts. Nächster Vers. Sahaje Javana Shastri Adide Vichara Hasitahe Mahaprabhu Pushena Aravara. Die Beweisführung und die Schlussfolgerung in den Schriften der Fleischesser sind nicht sehr folgerichtig. Schluss der Kasi. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Feststellung hörte, lächelte er und befragte ihn wie folgt. Ja, hier ist interessant, dass der Kasi sozusagen das offen eingesteht, dass, klar, die Schriften sind nicht alt, so,
Wie alt sind die? 1000 Jahre oder was? Nicht mal, ne? Also, nicht mal. Ist ein bisschen über 500. Ja. Ich weiß nicht. Und guck mal, das war 1500 noch was. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist falsch. Keine Ahnung. Ich glaube, 1000 sind die, oder knapp 1000 oder so. Das war ungefähr, ja, das war ein paar hundert Jahre später, so, wo die das Gespräch geführt haben. Und hier war das typische Ding so, dass er selber sagt, ich weiß, dass unsere Schriften voller Einbildung und falscher Vorstellungen sind. Doch weil ich Mohammedaner bin, erkenne ich sie um meiner Gemeinde willen an, trotz ihrer unzureichenden Rückhalts. So. Und das ist genau das, was wir im Kali-Yoga ja haben hier. Dass die Leute sagen, oh, ich bin in dieser Kultur geboren, ich bin in dieser Familie geboren, ich bin das und das. Und deswegen muss ich an das und das glauben. Und das reicht mir aus. Tradition. Und warum sollte mir jemand was Besseres geben? Gibt nichts Besseres. Das ist meine Tradition. Super. So. Und der Kase hier, wie er beschrieben wurde, als sehr intelligent, war aber nicht zufrieden. Aber gibt selber zu, er hat das sozusagen einfach gemacht, weil er Mohammedaner ist. Mohammedaner muss das machen. So. Jetzt müssten wir eigentlich auch hier sagen, okay, wir sind hier in Deutschland so, wir müssen jetzt Christen sein, aber eigentlich, wenn man wirklich guckt, so die christliche Schrift, ist das die wirkliche germanische Schrift? Nicht wirklich, ja? So. Hat das mit Deutschland zu tun? Nicht wirklich, ja? Geht es um Israel und da, um die Ecke da, aber hier in Europa wird eigentlich kaum erwähnt. War Jesus überhaupt in Europa? Weißt du, ich meine so? Also macht eigentlich nicht so wirklich Sinn. So, aber trotzdem denken wir hier, wir sind ein christliches Land. So. Das heißt, dass es für unseren Bereich hier auch Schriften gab. Und die gab es. Nämlich hier gab es auch Runenschriften früher. Die alten Germanen, die Wikinger, die hatten auch ihre Schriften. Die hatten auch ihre Gottheiten. Die hatten auch ihren Glauben. Aber wer hat das sozusagen alles zerstört und den Boden gleich gemacht? Ja, das war erstmal die Römer, klar, die Römer haben sich hier breit gemacht, aber die Römer wurden ja dann auch christlich eigentlich so, und dann, ja, das war die Zeit, wo es alles angepasst wurde. Und dann wurde der christliche Glauben hier verbreitet. Und eigentlich das, was eigentlich wir, wenn wir sagen würden, wir sind Deutsche, so, uns damit beschäftigen, wir haben gar keinen Ursprung mehr zu dem, was hier eigentlich mal unser Ursprung war oder unsere wirkliche Geschichte war. So, das ist ein Punkt. Und so ist es weltweit. Egal in welches Land du gehst, überall sind die eigentlich, haben die mit ihrem wirklichen Ursprung gar keinen Zugang mehr. Weil dieser Zugang wird blockiert durch die Hauptreligion, die wir jetzt haben. Dass man sagt, ich muss Muslim, Jude, Christ sein. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht mehr. Wenn ich dann sage, nee, aber meine alte Kultur, die war doch noch, das war doch nochmal was ganz anderes, kriegst du keine Information darüber. Und das ist Kali-Yoga. Dass du musst dich sozusagen dem unterwerfen. Und die Leute machen das ganz automatisch. Hinterfragen gar nicht ihre wirkliche Herkunft, sondern sagen, okay, ich bin in der Familie geboren, also muss ich das auch annehmen. So, gerade im Christlichen ist es sehr verbreitet, bei den Muslimen ist es sehr verbreitet. Ich bin in einer muslimischen Familie groß geworden, also bin ich Muslim, klar, bin ich Muslim, ist doch normal. Jude genauso. Die sind stolz darauf, ist auch gut. So, aber wenn sie das nicht wirklich praktizieren, dann bleibt es halt bei diesem oberflächlichen Religiosität, die wir heute sehr stark verbreitet haben, auch hier in Deutschland, dass die Leute sagen, ja, ich bin doch Christ. Aber sie verhalten sich nicht wie ein Christ. Weil wenn wir uns wirklich mal mit Christentum beschäftigen würden und sehen, was eigentlich die Urchristen, was das eigentlich für krasse Yogis waren, was sie krass gemacht haben, wie ernsthaft die waren, wie strikt die waren, was sie eingehalten haben und was heute daraus gemacht wurde durch Verfälschung. Und ja, und allein das Grundprinzip, dass sie jetzt wieder alle Fleisch essen sollen. Das war bei den Christen nicht der Fall. Die Urchristen haben vegetarisch gelebt. Und das ist kein Geheimnis. Aber bei vielen, die sich nicht damit beschäftigen, ist es halt immer noch so, ja, das ist halt so. Jesus hat Fleisch gegessen. Jesus hat bestimmt kein Fleisch gegessen. Niemals hat er Fleisch gegessen. Und da gibt es, ja, wenn man sich damit beschäftigt, aber back to the root sozusagen. Egal, ob man religiös in irgendeinen Kasten gepresst wird oder sich freiwillig da reinbegibt, sollte man trotzdem hinterfragen, wo komme ich eigentlich her? Und wir könnten uns fragen, okay, wir sind in Deutschland geboren, ja, wo kommt der Deutsche eigentlich her? Und wenn man andere Wurzeln hat, wir haben ja hier sehr internationales Publikum, dann fragt man die, wo kommst du denn eigentlich her?
Und da gibt es zu jedem Land, zu jeder Ecke auf der Welt, gibt es eine gewisse Geschichte und eine gewisse Kultur. Aber man findet kaum Informationen darüber. Und wenn man Informationen darüber finden würde, würde man merken, was haben die Menschen damals gemacht? Die haben auch Gott verehrt, aber natürlich nochmal mit einem ganz anderen Namen, mit einem ganz anderen Verständnis. Aber meistens haben diese Urvölker oder diese alten Kulturen, die weltweit vertreten waren, haben viele Götter verehrt und haben die Natur verehrt und haben Halbgötter verehrt. Und das ist eigentlich, wenn wir gucken, ist das eigentlich vedische Kultur. Und da dann sieht man, dass diese vedische Kultur weltweit verbreitet war, auf der ganzen Welt, überall. In Afrika, in Europa, in Asien, in Süd- und Nordamerika, in Australien. Überall haben die Götter verehrt. Das war normal. Und durch die drei Hauptreligionen, die haben gesagt, nein, ihr müsst damit aufhören. Das ist alles, wie haben sie es genannt hier, das ist alles, kann man sich drauf... Ja, das auch, aber die hatten so ein... Ja, Götzenverehrung, genau, und dann hatten die noch so ein Wort. Die hatten noch so ein Wort. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben sie alle dann gesagt, das ist alles. Ja, yeah, genau, genau. Da gibt es noch ein einfaches Wort. Ja, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall haben sie das sozusagen, haben sie gesagt, das ist alt, das ist, wir bringen euch jetzt den wahren Glauben so. Und haben das dann verbreitet. So. Dann im Endeffekt so weit, dass diese drei, die dann gesagt haben, wir bringen euch das wahre Glauben, haben sich dann selbst noch bekämpft. Und kämpfen sich heute noch. Ja? Keine Freunde sein zusammen, obwohl die eigentlich aus derselben Zeitepoche kommen. Wie kann das sein? Drei Sachen aus der gleichen Zeitepoche, klar, vertragen sich nicht gegenseitig. Und reden sich schlecht übereinander. Und das ist das Problem in der heutigen Zeit im Kali-Yuga. Und daran sieht man, dass es keine wirkliche Religion ist. Weil sonst würden sie nicht gegeneinander kämpfen. Und sie würden sie akzeptieren, ja, wir feiern doch eigentlich alle denselben Gott. Du hast zwar den Namen, wir haben den Namen, aber das alleine, das funktioniert schon nicht. Der Christ würde niemals den Moslem akzeptieren. Der Moslem würde nie den Christen akzeptieren. Vielleicht zum gewissen Maße würde er sagen, okay, Jesus war auch ein Prophet oder so, aber würde nicht. Und andersrum, die Juden, die akzeptieren auch niemanden. Oder andersrum. Ne? Funktioniert nicht. Und das ist das Sinnbild der heutigen Religion, des Glaubens im Kali-Yuga. Und die Leute sagen, ich bin das und ich bin das. Aber eigentlich sind wir das alles gar nicht. Wir sind nicht mal mehr dieser Körper. Wir sind eigentlich Diener Gottes. Und auf dieser Ebene sind wir alle verbunden. Egal, welche Hautfarbe, welche Religion, sind alle verbunden. Deswegen ist das, was Prabhupada uns hier bringt in Form der Veden, das ist transzendentales Wissen, was alle Menschen vereint und nicht ausgrenzt und sagt, du musst das sein, das sein, das sein, das sein. Das sind alles so Bezeichnungen, die nicht wichtig sind. So. Aber heutzutage sehen wir den Leuten, es ist sehr, sehr wichtig. Und Leute, es gibt wenige Leute, die wirklich dann sagen, ne, ich bin das nicht. Ich will das nicht sein. Aber ich will trotzdem ein gottesgläubiger Mensch sein. Es gibt ganz wenige Menschen. So. Und das ist sehr schade. Genau, der Kase hier, der gesteht sich das ein. Und genau, jetzt fängt er an zu sprechen. Das ist auch sehr interessant hier. Nächster Vers. Are ega prasna kali suna tumimana yatahataha hadibe chali nami shabamana. Mein lieber Onkel, mütterlicherseits, ich möchte dir eine weitere Frage stellen. Bitte sage mir die Wahrheit. Versuche nicht, mich durch Kunstgriffe hinters Licht zu führen. Nächster Vers. Tomare nage haya nare sanketana vidyaya gida kodahara sanitana tana. In meiner Stadt hört man ständig gemeinsames Chanten des heiligen Namens. Immerzu hört man ein tosendes Aufbrausen von Musik, Singen und Tanz. Nächster Vers. Tume Kali Hindu Dharma Vinoda Adikali Ebeyena Kali Mahabuditanina Kali. Als mohammedanischer Magistrat hast du das Recht, die Feier von Hindu-Zeremonien zu untersagen, doch jetzt verbietest du sie nicht. Ich kann nicht verstehen, warum. Nächster Vers. Kaji Bali, Sabi Tomada, Bali, Goda Hali, Sename, Amir, Tomada, Sabodana, Kali. Der Kasi sagte, jeder nennt dich Goda Hali, lass mich dich bitte bei diesem Namen nennen.
dann macht er schon den ersten Fortschritt. Also er will jetzt Lord Chaitanya als Gaurahari ansprechen. Der ist dann als. Nächster Vers. Suna Gaurahari Epasane Karana Nivarita Harodari Tabekarini Vedana. Höre gütigerweise, O Gaurahari, wenn du an einem abgeschiedenen Ort kommst, werde ich dir den Grund erklären. So, jetzt wird es spannend. So, der Kasi will sich ihm jetzt offenbaren, sagt aber zu Lord Chaitanya Mahaprabhu, ich will das immer mit dir allein besprechen. Weil das ist was ganz Intimes, was ich dir jetzt sage. Weil nämlich Lord Chaitanya nicht versteht, warum er erst die Sangitan-Mission verboten hat, für eine gewisse Zeit, und dann aber wieder gesagt hat, okay, lass sie einfach machen. Und alle Leute haben sich mit ihm beschwert und gesagt, hier, die machen hier komische Sachen, du bist der Kasi, du musst jetzt hier, du musst jetzt das wieder verbieten. Aber er hat es nicht gemacht. Und Lord Chaitanya war selber, wollte selber wissen, was da los ist. Obwohl er ist Gott selbst, er weiß, was da los ist, aber er wollte es von ihm hören. So. Und jetzt sagt der Herr hier, nächster Vers, Prabhu Kale Eke Loke Amara Anangahaya Sputakali Kahatomi Nahadiyabaya. Der Herr entgegnete, all diese Männer sind meine vertrauten Gefährten, du kannst offen sprechen, es gibt keinen Grund, sie zu fürchten. Ja. Dann sagt er, nee, wir müssen nicht an abgeschiedenen Ort, das sind alles meine ewigen Geweihten hier. Ich habe keine, wie sagt man, muss keine Angst haben, sprich einfach. So. Und jetzt erzählt der Kasi, und das ist eigentlich hier, wenn man das liest, das ist wieder richtig nice. Und da sieht man auch, warum Shankasi, habe ich letztes Mal schon erzählt, warum er von Gottgeweihten auch verehrt wird, als derjenige, der die Sangitan-Mission sozusagen zwar erst gestoppt hat, aber dann wieder erlaubt hat und gesagt hat, stört die Weichner was nicht, lass die machen. Wo wir Moslems sind, wir lassen die einfach machen. Und hier kommt der Grund, warum er das macht. Viele denken, ja gut, er hat mit Lord Chaitanya geredet, Lord Chaitanya hat ihn überzeugt, aber da war noch ein anderer Grund und der wird jetzt offenbart. Und das ist, wer das nicht kennt, der wird jetzt denken so, wow, das ist nämlich so ein kleines transzendentales Geheimnis. Und Lord Chaitanya will mithören, deswegen warten wir noch kurz. Fängt nämlich dann quasi an zu sprechen im nächsten Vers. Ich mache schon mal das. Den Vers. Jai Jai Gauranga Dvaitai Ki Jai. Kaji Kali Jai Ami Hinduya Gala Gia Kirtana Kariya Mana Vedanga Vanjiya Setatra Ekada Simha Mahabhajankara Nahadeha Simha Muka Paraji Muskara. Der Kasi sprach, als ich in das Haus des Hindu ging, die Trommel zerbrach und den Abhalt des gemeinsamen Schändens untersagte, sah ich noch in der gleichen Nacht im Traum einen große, furchterregenden Löwen, der laut brüllte und dessen Körper dem eines Menschen und dessen Gesicht dem eines Löwen glich. Sahai Amara Upada Saradiya Chadi Ata Ata Hase Hare Danta Kamamadi. Während ich schlief, sprang der Löwe auf meine Brust, lachte fürchterlich und knirschte mit den Zähnen. Nächster Vers. Mora buke nasa dia kore samabale bahimu tomara buke madanga madale. Der Löwe setzte mir seine Nägel auf die Brust und sprach mit tiefer Stimme. Ich werde auf der Stelle deine Brust zerreißen, da du die Madanga-Trommel zerbrochen hast. Nächster Vers. Mora kirtana mala kali Amidotamakshaya, Antimuri Kanapi Ami Bana Bana Vaya. Du hast die Abhaltung meines gemeinsamen Chantens verboten, deshalb muss ich dich zerstören. Da ich mich sehr vor ihm fürchtete, schloss ich meine Augen und zitterte. Nächster Vers. Vidadeki Simabali Hayasadaya Tore Sikadiga
Kalmutula Parajaya. Als der Löwe mich so voll Angst sah, sagte er, ich habe dich bezwungen, um dir eine Lehre zu erteilen. Doch muss ich mit dir Erbarmen haben. Nächster Vers. Sedina Bahuta Hari Kalina Utubara Tenis Maha Kalina Kalina Bhu Pranagdara. An diesem Tag verursachtest du keine große Störung. Deshalb habe ich dir verziehen und dein Leben nicht genommen. Nächster Vers. Aishe jahi punakale tabena samimu samame tomaramari javana nasimsu. Wenn du noch einmal so handelst, werde ich keine Nachsicht üben. Dann werde ich dich, deine ganze Familie und alle Fleischesser töten. Nächster Vers. Etakari simagari arahailabaya. Nach diesen Worten verschwand der Löwe, doch ich fürchtete mich sehr vor ihm. Sehe nur die Male seiner Nägel auf meinem Herzen. Etabali Jali Nicha Bukke Deki Haila Suni Deki Sava Loka Ashaya Manila. Nach dieser Schilderung entblößte der Kasi seine Brust, da die Menschen seine Worten hörten und die Male gesehen hatten, glaubten sie ihm den wunderbaren Vorfall. Nächste Vers. Dahikale iya ami kana mahakali sedina male eka viya aina. Der Kasi fuhr fort, ich erzähle keinem von diesem Vorfall. Doch noch am gleichen Tag kam einer meiner Offizierburschen zu mir. Genau. Asidahe gelo muni kirtanani shediye agni ula muke muke lage achambire. Nachdem er zu mir gekommen war, sagte der Offizierbursche, als ich hinausging, um das gemeinsame Chanten zu verbieten, schlugen mir plötzlich Flammen ins Gesicht. Pudila Sakali Dali Muki Haila Vrana Ejaya Jaya Tala Evivarana. Mein Bart verbrannte und Blasen bedeckten meine Wangen. Jeder Offizierbursche, der hinausging, berichtete das Gleiche. Nächster Vers. Tari Deki Anuya Muni Mahabaya Pana Kirtanara Varajgari Alatana Vishaya. Als ich dies sah, bekam ich große Angst. Ich bat sie, das gemeinsame Chanten nicht zu verbieten, sondern heimzugehen und sich niederzusetzen. Genau, nächster Vers. Tabe, Tabetana, Haya, Abba, Satchandija, Kirtana, Tunisava, Melcha, Asi, Kailani, Vedana. Darauf kamen alle Fleischesser und trugen eine Bitte vor. Sie beklagten sich, nach diesem Befehl wird in der Stadt immerzu ungehindert gemeinsames Chanten zu hören sein. Nächster Vers. Nagare Hindura Dharma Bahila Apara Hari Hari Dwani Bai Nahi Sunara. Auf diese Weise wird die Religion der Hindus unbegrenzt anwachsen. Immerzu hört man die Schwingungen von Hari, Hari. Wir hören nichts anderes. Nächster Vers. Ali Mitschla Kali Hindu Krishna Krishna Bali Hase Kande Nashe Gaya Kali Vayahuri. Ein anderer Fleischesser sagte, die Hindus sagen Krishna Krishna und sie lächeln, weinen, tanzen, chanten und fallen zu Boden, wobei sie ihre Körper mit Staub einreiben. Vers 195. Hari Hari Kali Sindhu Kola Kolahara Pratasara Suni Tomara Kali Veyapala. Indem sie Hari Hari chanten, verursachen die Hindus einen großen Lärm, wenn der König
Pater Saha davon hört, wird er dich sicherlich bestrafen. So, bevor wir hier die Erläuterung lesen, so, wer hat den Kasi besucht? Nein. Sorry. Der Singhade hat ihn besucht, ne? Und er hat sich nur erzählt, er hat es sogar bewiesen. Er hat den T-Shirt, den Shirt aufgemacht und dann waren da sogar Kratzer drin. Mal vorstellen, ne? Singhade kommt zu Besuch. Und sagt, ja, ich möchte dich töten, aber weil du doch ein guter bist, lass ich dich doch leben. So. Hat einen Darshan gekriegt. Zweimal, der von der Singhade und von Lord Chaitanya Mahaprabhu selbst. Und da soll mal keiner sagen, dass der Kasi kein Gottgeweihter war. So. Also ganz, ganz spezielle Persönlichkeit. Und da sehen wir auch allgemein hier, dass die Sangitan-Bewegung und das Chanten der heiligen Namen immer geschützt ist vom Herrn. Und speziell von der Singhade. Ne? Singhade ist immer da. Und wie er gesagt hat, du hast es verboten. Du hast mein Chanten des heiligen Namens hast du verboten. Singhade hat es persönlich genommen. Kannst du nicht verbieten. Das ist, nicht, das ist das, was die Weichen da was machen sollen im Kaliyuga. Das kannst du nicht verbieten. So, wenn ihr das verbietet, dann komme ich persönlich und werde das wieder berichtigen. Und das hat er hier getan. Ja, und dann waren die Moslems gestört. Ja? Also, nachdem er das wieder erlaubt hat, dann war die ganze Zeit bei der heiligen Namen zu hören. Hari, Hari und Krishna, Krishna. Und ja, die fingen dann auch schon an zu chanten. So der nächste Vers hier. Wird das beschrieben dann. Und ja, beschweren sich beim König und die konnten das gar nicht verstehen, warum der König auf einmal das wieder erlaubt hat. Und ja, das ist eine kurze Erläuterung. In der Erläuterung sieht man auch hier, wie das jetzt hier auch sehr wissenschaftlich ist. Nämlich hier wird von dem König gesprochen, der sozusagen noch über den Kasi steht. Erläuterung. Pratasaha bezieht sich auf den König. Navapusain Saha, dessen vollständiger Name Alahuddin Sahaja Hussein Saha lautet, war damals 1498 bis 1511 der unabhängige König von Bengalen. Vormals war er der Diener des grausamen Nabat des Habsi-Dynastie namens Mujarrahan Khan gewesen. Doch irgendwie brachte er es fertig, seinen Herrn zu ermorden und wurde selbst König. Nachdem er den Thron von Bengalen an sich gerissen hatte, erklärte er sich zum Sahaja Hussein Alauddin Saimuka. Es gibt ein Buch mit dem Titel Rijaya Usantahina, dessen Verfasser Ghulam Hussein sagte, dass Nabat Hussein Shah zur Familie Mukha Sirwin gehörte. Um den Ruhm der Familie zu wahren, legte er sich den Namen Seriba Mukha zu. Im Allgemeinen jedoch kennt man ihn als Nabat Hussein Shah. Nach seinem Tod wurde sein älterer Sohn Nasat König von Bengalen. Dieser König war ebenfalls sehr grausam. Er beging viele Graueltaten gegen die Vaishnavas. Als Ergebnis seiner sündhaften Handlung tötete ihn einer seiner Diener aus der Koja-Gruppe, während er in der Moschee betete. Heavy, ja? So, jetzt lesen wir noch vier Verse und dann haben wir es für heute. Zum Jules Ende hier. Tabe Seya Veda Ami Teya Puchita Hindu Hari Bali Hala Savarajanina. Darauf fragte ich diese Yavanas. Ich weiß, dass diese Hindus von Natur aus Hari Hari chanten. Tumare Javana Hari Kena Anukshana Hindure Javana Nama Lahi Kiyakana. Die Hindus chanten den Namen Hari, weil das der Name ihres Gottes ist. Jedoch ihr seid mohammedanische Fleischesser. Warum chantet ihr denn den Namen des Hindu-Gottes? Metschlakai Hindu-Leda Anikai Kahira
Kea, Kea, Krishna Dasa, Kea Rama Dasa. Der Fleischesser antwortete, manchmal scherze ich mit den Hindus, mache von ihrem, manche von ihnen heißen Krishna Das und andere heißen Rama Das. Nächster Vers, Kali Hari Dasa Sabe, Bali Hari Hari, Jame Kali Dali Dali, Kali Vasuri. Manche von ihnen heißen Haridas, sie chanten immer zu Hari Hari und deshalb dachte ich, sie wollen die Reichtümer aus jemandem Haus stehlen. Hier gibt es eine kurze Erläuterung. Da steht, Hari Hari bedeutet auch, ich stehle, ich stehle. Und jetzt der letzte Vers. Sei Hari Jiva More, Vali Hari Hari, Isha Nahi Tabu Bole, Kiya Upadaya Kali. Übersetzung. Seitdem erzeugt auch meine Zunge ständig den Klang Hari Hari. Ich habe gar nicht den Wunsch, diesen Namen auszusprechen, aber dennoch sagt meine Zunge sie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und die letzte Erläuterung von Shri Prabhupada. Dämonische Ungläubige, die die Kraft des heiligen Namens nicht verstehen, machen sich manchmal über die Vaishnavas lustig, wenn sie den Hare Krishna Mahamantra chanten. Solches Scherzen ist für diese Menschen ebenfalls segensreich. Im Srimad Bhagavatam, 6. Kanto, 2. Kapitel, Vers 14, heißt es, dass das Chanten des Hare Krishna Mahamantras, wenn es scherzhaft geschieht, wie zum Beispiel im Verlauf eines gewöhnlichen Gespräches als Hinweis auf etwas Fremdartiges oder aus Nachlässigkeit Namabas genannt wird. Womit Chanten gemeint ist, das sich fast auf der transzendentalen Stufe befindet. Dieser Namabas-Stufe ist besser als Namapparat. Namabas erweckt die höchste Erinnerung an Sri Vishnu. Wenn man sich an Sri Vishnu erinnert, wird man vom materiellen Genuss frei. So nähert man sich allmählich dem transzendentalen Dienst des Herrn und wird befähigt, den heiligen Namen des Herrn in der transzendentalen Stellung zu chanten. So, sehen wir die Auswirkungen, ne? Von der Harinam-Sankta-Bewegung, dass selbst die ganzen Muslims und selbst der Kasi selbst und alle seine Berater und seine Soldaten und was auch immer, die haben auch angefangen zu chanten. Einfach nur, weil die es immer gehört haben. Die waren gestört dadurch. Ich war immer kürzer. Für uns ekstatisch, aber wenn du das nicht kennst, dann denkst du dir so, und dann fängst du an, das zu kopieren. Und dann hast du noch Gemeinschaft mit diesen Menschen, die das machen, und die haben dann auch noch Namen dementsprechend. Haridas, Krishnadas. So, und dann sprichst du mit denen und musst die dann auch noch so ansprechen. Und so wurden die alle therapiert. Auf eine gute Art und Weise. Und so fanden die das alle, haben das alle für gut befunden. Und waren neutral und haben eigentlich so wie Prabhupada hier schreit, haben Namabas, haben, wie sagt man, nicht mit Vergehen, sondern frei von Vergehen haben sie eigentlich gechantet. So. Oder wenn sie ein bisschen vergehen haben, aber trotzdem haben sie spirituellen Fortschritt damit gemacht. So, weil wir chanten auch, wenn wir mit Vergehen oder ohne Vergehen, aber sind wir noch nicht auf der besten Stufe und dann halt frei von Vergehen sozusagen. Das ist die höchste Stufe und da wollen wir hin. Und Prabhupada sagt, selbst wenn Leute das kritisieren, sind sie auf so einer mittleren Stufe. Und das ist super. Weil sie scherzhaft, und Prabhupada hat selbst gesagt, wenn die Leute das kritisieren und sogar das lächerlich machen oder teilweise sogar richtig kritisieren, trotzdem machen sie Fortschritt. Weil der Name dabei ist. Ja, die Krishnas, die machen wieder die komischen Sachen. Ja, ich mag die Krishnas nicht. Ich hasse die Krishnas. Ja, trotzdem macht er Fortschritt. Das ist so nice. Dass diese transzendentale Mission kann nicht schlecht gemacht werden und kann auf keinen Fall verboten werden, wie wir gehört haben. Also wenn euch das nächste Mal jemand das verbieten will, was nicht vorkommen wird in Deutschland, die sagen immer erlaubt, du kannst immer rausgehen, kannst Hare Krishna chanten, wird keiner was sagen. Aber selbst wenn es einer probiert, Krishna wird sich um die Person kümmern. Müsst ihr nicht machen. Ihr müsst euch nicht mit der Person anlegen und sagen, ich darf das doch. Sondern dann geht ihr demütig weg und sagt, okay, dann chante ich woanders oder ich verlasse den Ort. Oder selbst wenn die Polizei kommt und sagt, ihr dürft nicht chanten. Und du sagst, doch, ich darf nicht chanten. Und die Polizei sagt, nein, darfst du nicht. Dann musst du es akzeptieren. Und was macht die Polizei dann? Die geben dir einen Platzverweis.
Das heißt, du darfst an diesem Tag, heute, nächsten 24 Stunden nicht mehr chanten. Gut, dann sehen wir das demütig an und sagen, okay, Dankeschön, schönen Tag Ihnen, geh in der Ecke weiter und chant da weiter. Und dann können sie dir für die Ecke auch einen Platzverweis geben. Aber die können dir nicht für die ganze Stadt einen Platzverweis geben. Das machen die nicht. Das machen die nur einmal. Und dann geht der Spaß weiter. So. Die können uns das nicht verbieten. Und sie werden es uns auch nicht verbieten. So. Und ja, dann überleg mal, wie lange wir schon chanten in Köln. Seit über 30 Jahren. Die Leute haben schon so viel Hare Krishna gehört und die Devotis gesehen. Und das ist genau das, was hier auch ablief, sozusagen damals in Navadvip. So, dass die ganzen Bewohner von Navadvip, die wurden alle gereinigt und wurden alle allmählich zu Gott geweiht. Und selbst die Muslims, selbst die Fleisch essen. Und da sehen wir bei uns auch, wir auch, wir kommen aus den schärfsten Hintergründen, waren total verunreinigt und jetzt chanten wir auch Hare Krishna. Und lesen die Schriften und praktizieren das und machen genau das, was Lord Chaitanya uns gegeben hat. Und das werden wir machen und das wird in der Zukunft und die Nachfolgegeneration wird es genauso machen. Und warum machen wir das? Um das zu verbreiten. Und das verbreitet sich von ganz alleine. Wir müssen gar nichts machen. Wir müssen es einfach nur ermöglichen, dass die Leute das hören. Und das macht ihr. Und das ist glorreich. Wenn man rausgeht, die heiligen Namen chantet, wenn man rausgeht, die heilige Literatur den Leuten gibt, wenn man den Tempel pflegt, wenn man den immer offen hat, so wie heute, da kommen vielleicht wieder neue Leute, kommen das erste Mal in den Tempel, gucken sich das an. Und das ist auch Predigen, das ist auch, wir geben den heiligen Namen. Dann chanten die mit uns zusammen, sehen die Devotis, hören die Devotinamen, so wie ihr, Krishna Das und Hari Das und die ganzen Namen. Machen dadurch Fortschritt, kriegen Prasadam, machen Fortschritt. Die ganze Barmherzigkeitsmission, diese Barmherzigkeitsmission kann nicht gestoppt werden. Und selbst wenn die Dämonen denken, sie können es stoppen, so wie hier der Kasi sich auch gedacht hat, ich werde es jetzt stoppen, ich muss es stoppen, dann kommt ein Singhadev selbst und wird sagen, nicht mit mir. Und damit du dich auch immer daran erinnerst, werde ich dir noch ein paar Kratzer auf deiner Haut lassen. Und es gibt mehrere Geschichten. Du hast ja letztens auch eine Geschichte erzählt, oder? Mit dem Devoti da. Wo war das? Auf der Farm? Der hatte da auch irgendwas mit einem Singhadev, oder? Ja. Genau, es gibt so viele Geschichten von Devotis und auch von Nicht-Devotis, die einen Singhadev gesehen haben. Oder es gibt Devotis, die wurden direkt beschützt. Die haben bei den Unfällen haben die gesehen, wie eine Singhadev auf die aufgepasst hat oder sie gerettet hat. Und dann später haben sie gesagt, oh, ich. Und die Ärzte waren total verblüfft, warum ist ja nichts passiert? Wie kann das sein? Wurde es vom Auto angefahren oder was auch immer? Weißt du, krasse Unfälle, wo eigentlich der tot sein müssen. Ja, da war ein Singhadev. Singhadev speziell, deswegen hat Prabhupada das ja auch eingeführt. Singhadev ist unser Schutz. Immer wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir in einer schlechten Situation sind. Damals gab es sogar, wer war das? Da gab es einen Devoti in New Vrindavan. Da kam eine Rocker-Gang. Die haben gesagt, wir erschießen dich jetzt. Du musst jetzt dein eigenes Grab buddeln. Und dann war der Devoti, das ist der Sannyasi, wie hieß der denn? Der ist dann später, ist dann so ein Rittweg geworden irgendwie. Auf jeden Fall musste der sein eigenes Grab buddeln. Und die Rocker standen so mit der Waffe so wie ihn da. Und er hat sein eigenes Grab gebuddelt. Und dann, wo er fertig war, der sagt, okay, jetzt erschießen sie mich. Und dann wollten sie ihn erschießen, hat er angefangen, hat er einfach gedacht, okay, was soll ich machen? Namaste, dann hat er angefangen zu singen. So. Und ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist, aber auf jeden Fall hat er angefangen zu singen, hat bei einem Singhadev Schutz gesucht und schwupps sind die Rocker weggerannt. Weil die auch irgendwas gesehen haben, was, weißt du? So, und der Singhadev hat ihn beschützt. So, da gibt es mehr so eine Storys einmal. Da denkst du dir, wie geht das einfach? Das kann nicht, das ist nicht, und der Singhadev ist da. Das ist einfach ein Beweis, dass Gott da ist und uns beschützt. Und wir denken trotzdem immer nicht, er ist nicht da. Aber er wird da sein, wenn wir wirklich uns an ihm erinnern. Gerade auch in so einer Situation, wo wir nichts machen können, müssen wir bei ihm zufunktionieren. Er wird irgendwas arrangieren. Wir müssen ihn nicht direkt sehen, aber er wird was arrangieren, dass die anderen irgendwie dann Angst kriegen oder ihn sehen. Oder dann sich denken, oh, ich habe jetzt sowas Besseres zu tun. Das ist irgendwie, Krishna ist überall, er kann alles machen. Und dieses Vertrauen sollten wir haben. Deswegen ist bei den Devotis immer, wenn die so in so eine Situation kommen, immer so, bei wem suchen wir Zuflucht? Klar bei Krishna, aber in seiner Schutzform als ein Singhadev. Warum hat der Singhadev Hiranyakashipu aufgerissen? Um den Dämon zu zeigen, ich bin der Chef.
Ihr könnt noch so große Dämonen werden und denken, ihr könnt das Universum beherrschen und alle beherrschen und alle terrorisieren. Ich bin der Herr, der Herr. Und das hat er gemacht, um allen Dämonen zu zeigen, auch jetzt die Dämonen, die jetzt am Werk sind, und denken, oh, wir können die ganzen Menschen kontrollieren, wir können das Kali-Yuga richtig, weißt du, wir werden hier Gott spielen. Ja, das Singerdev ist immer noch da und guckt sich das an. Und an irgendeinem Punkt, weißt du? Und er lässt das ja zu, weil jetzt das Kali-Yuga. Aber er wird auf die Devotis aufpassen. Und am Ende kommt nicht eine Single, sondern kommt Kalki. Und Kalki ist auch nicht gut drauf. Kalki hat auch, der hat da gar keinen Bock drauf. Er sagt, okay, jetzt machen wir mal wieder richtig Säuberung hier. Und danach ist aber wieder alles schön. So. Aber eine Single ist ein spezieller Schutz. Eine beste Security. Und deswegen, ja, lass uns jeden Morgen und jeden Abend eine Single wenigstens zweimal am Tag ihn verehren. Und es gibt auch immer ein paar Bhaktas, die sagen, oh, ich bin ein Singhadev-Bhakta. Und das ist nice. Super nice. So. Okay, dann machen wir Schluss. Punkt 9. Chaitanya Charitamrita ki. Jai.